Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute, 29.11.22. Mein Name ist Nazila Jafari. In den letzten Videos haben wir die Bereich Korrekturbereichen benannt. In diesem Video gehen wir ganz kurz darauf ein. Wenn dich interessiert, bis gleich. Okay, im Nasdaq haben wir über einen Achtungsbereich 11.800 gesprochen, erst einmal. So, die anderen haben wir in der letzten Video, brauche ich nicht jetzt nochmal zu erwähnen, weil ihr habt ja die Videos hier, wenn jemand möchte, kann man ja nachvollziehen. So, Achtungsbereich war 11.800 Montagmorgen mit einem kleinen Gap Down und mit der Rückläufe 11.800 ganz klar angehalten. Das ist eine Prozügler für Nasdaq, wenn jemand noch nicht investiert war, dann als Prozügler einzusteigen. Soweit, so gut. Und wir sehen, dass wir die Linien, die ich für euch zumindest mal gesetzt habe, präzise im Moment funktionieren. Also kann man sich ja nur daran halten. Im Markt ist nicht immer noch nicht so große Impulse und Volumen zu sehen, aber die Korrektur läuft auf jeden Fall sauber und wie angekündigt. Bleibt bitte immer noch bei 11.450, 450. Für mich ganz wichtig, nach wie vor diesen Bereich, sonst müsst ihr mit diesem Bereich rechnen, 11.3. 60, 70, 50 bis 11, 270. Das ist und bleibt nach wie vor ganz wichtig, weil darunter kann Impuls bilden. Im Moment ist es Korrektur, dann kann Impuls bilden und der Impuls bedeutet dann ein neues Tief sogar. Ja? Ich will mehrfach betont haben, dass wir diesen Bereichen wirklich ernst nehmen. Noch ist das alles nur eine Korrektur, ist nichts passiert, solange diesen beiden, also minimal und maximal diesen Bereich halten, ist alles noch in Ordnung, aber bewusst und schön. Ohne große Risiken haben wir die Korrekturbereichen geortet. Bleibt einfach mal da dran Position, wenn ihr nochmal als Antizügler, als Prozügler nochmal Gas gegeben habt, ist eigentlich auch diese Position abgesichert und können wir jetzt nur nochmal beobachten, was der Markt in diesem Bereich macht. Ich habe ja gesagt, für mich Montag und Dienstag ist wichtig. Also heute ist Dienstag. Heute ist ganz wichtig, was der Markt im Nasdaq in diesem Bereich macht. Wir sind bisher zum dritten bzw. vierten Mal in diesem Bereich angehalten. Gut, soweit, so gut. Wie gesagt, eine Hedge-Position, Short-Position ist abgesichert, kann eigentlich auch da nichts passieren. Wenn jemand in der Long-Position Gas geben möchte, dann, wie gesagt, für mich mindestens hier und dann spätestens dort. Okay, das ist erst einmal zu Nasdaq, sehr kurz auch zum DAX. Den DAX hier haben wir, den Restrisiko, oben haben wir alles besprochen, brauche ich auch nicht mehr hier zu erwähnen. Restrisiko hat der Markt Montagmorgen mit einem Gap Down und einem Rücklauf genommen und in Anschluss ist wunderbar unter 14.460 gegangen. Ich habe gestern im Instagram geschrieben, für mich ist Gewinnsicherung, also erst einmal diese Hedge-Position, die ich seit Donnerstag eingegangen bin und euch hier auch nochmal gesagt habe, im Vorfeld und am Donnerstag habe ich gestern Gewinne abgesichert. Das heißt, dass es mir nicht passiert, gestern in zwei Bereichen, einmal um 15:30 Uhr rum, wo ich euch geschrieben habe und einmal gestern Abend, weil es sehr, sehr langsam und korrektiv wurde. Heute Morgen ist der Markt aber immer noch unterhalb von 14.460 geblieben. Solange es so ist, und das ist mir wichtig, euch dann zu sagen, solange der Markt unterhalb der 14.460 bleibt, besteht die Chance, Möglichkeiten, Chance von Möglichkeiten für die Hedger, für diejenigen, die auf Short setzen, hier oben, besteht die Chance und für die
Longs besteht das Risiko, dass der Markt Impuls bildet und unterhalb von 14.300 geht. Und das würde bedeuten, dass wir im Bereich 14.200, 160 und so weiter wiedersehen. Das ist denn, was ich dann Sonntag gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit für einen Korrektur und relativ schnellen ist im DAXI auch sehr groß. Also im Moment Positionen ist auch hier abgesichert worden. Eine Hedge-Position ist gesichert, kann nichts mehr passieren. Falls ihr Gas rein und Gas rausgeben wollt, solange der Markt unterhalb diesen beiden Linien sind, wie gesagt, ist immer noch große Risiko bestehen für weiter down. Okay? Ich hoffe, dass ihr zumindest mal jetzt auch nochmal ein bisschen mehr über den kurzfristigen Marktsituation habt, ein bisschen mehr Überblick. Es ist keine große Impulse noch im Markt zu sehen. Es ist noch alles Korrektur und die erste Korrektur kann aber Impulse werden. Daher meinen letzten Videos, also dass wir oberhalb ziemlich genau geortet haben und jetzt in der Korrektur sind, sichert eure Positionen nur ab und eigentlich kann nichts mehr Großes passieren, nur abwarten, ob ein Rutsch nach unten kommen wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Heute ist wichtig, also im Markt, heute ein bisschen mehr beobachten und wir hören uns in den nächsten Tagen. Alles Liebe euch allen und bis sehr bald, eure Nasila.